Und weiter geht's. Naja, Formeo halt, ne? Hm, Mann. So. So. Ach Mann, ey. Also sind die Krypto-Pokémon wirklich nervig mittlerweile. Egal. Egal. Die sind ja nicht verloren. Man kann sie erst hinter der Story bloß erst wieder fangen. Mann! Mit ganz wenigen Ausnahmen. Seufz. So, da haben wir wieder einen Professor. Hey da! Ihr! Nee, im Labor müsst ihr Laborkittel tragen. Tun die Krypto-Typen auch nicht. Das ist Vorschrift. Aber euch habe ich hier noch nie gesehen. Seid ihr etwa Eindringlinge? Boom. Wie die erst alle denken, wir arbeiten hier, dann denken die, wir arbeiten hier nicht hier und dann greifen da an. Elektroball und Magen. Jetzt kommen die schweren Geschütze. Okay. Selbes Prozedere nochmal. Konfuscio auf Magneton und einen Psy-Stahl auf Elektroball. Wow, wir haben einen Elektroball als der schnellsten Pokémon einfach mal eben überholt. Naja, bei 7 Leveln ist das jetzt noch nicht. Alter. Nein! Kack die Wand an. Nein! Ach so, okay. Aber Psyana wird's treffen, oder? Oh! Tschüss. Kriegen wir nicht Erfahrungspunkte, wenn es sich selbst umbringt? Wenn es sich selbst besiegt? Ja. Aber Magneton wird's jetzt beenden. Oh, noch ein kleines Magnetilo. Konfusstrahl, oh zum Glück. Aber Magneton wird diese Runde trotzdem nicht sich selbst angreifen. Ganz bestimmt. Ah, was sage ich? Boah, ging daneben. Hammer. So. Naja, ist ja klar, was wir machen. Nach Taras Runde benutzen, um Psyana aufzuheilen. Um Psyanas Runde benutzen, um nach Tara, ja, um Damage zu machen. Psy-Strahl auf Magneton. Er macht ein bisschen mehr Schaden. Vielleicht reicht's ja. Bezweifle ich. Und Selbsttreffer. Bam, aber reicht nicht. Schade. Er kann's auch. Und ging schon wieder daneben. God say thank you. Nee, es ist wirkungsvoller, wenn ich einfach Biss auf Magneton mache. Und Psy-Stahl auf Magnetilo. Baa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 a
wie alle Forscher die gleiche Stimme haben. Da bist du. Nee, du bist also Belgium. Man hört, du bist der Störfaktor in unserem Projekt. Bist du ja fies. Da nee, hinten liegt übrigens der OG-Schlüssel. Do. Nee, Darololi. Nee, Daroli. Darololi, nee. Mag nicht. Ach, nö. Selbes Spiel nochmal. So. Mal kurz die Zeit aufschreiben. Na, na, na. Nur so zum Vergleich. Biss. Und. Psystrahl. Ja, nee, warte mal. Magneton ist eine höhere Bedrohung. Aber wenn ein Donner trifft, ist Tiana down. Na gut. Dann nehme ich nochmal einen Supertrank. Und. Ja, ein T-Shirt auf Magneton. So. Ja, ich wusste, dass er trifft. Dankeschön. Nein! Oh, zum Glück. Okay. Konfusstrahl auf Magnetilo und ein weiterer Psi-Strahl auf Magneton. Wenn wir nicht ganz viel Pech haben, ist die Chance. Nein! Also 50%, also geringer, dass Dingens trifft, Donner. Aber der Donner trifft nicht. Puh. Und. Dankeschön. Yay. So. So. Wow. Bei dem Damage kann ich mir vorstellen, dass Magneton überlebt, aber nee. Er wurde besiegt. Es wurde besiegt. Magneton ist geschlechtslos. Verteidigungswerte wie Sau. Kreideschrei. Puh. Nö, wir haben keine physischen Attacken. Außer vielleicht Sternschauer, aber dafür lohnt sich Kreideschrei nicht. Yay! Psychokinese, ne? Geht doch. So, jetzt können wir uns überlegen. AP-technisch. Könnten wir natürlich Psychstrahl behalten, weil nur 10 AP ist nicht relativ viel. Dann könnten wir mit Psychstrahl noch weitermachen. Und Reflektor haben wir bis jetzt noch eh nie eingesetzt, beziehungsweise Psycho Plus. Reflektor könnte uns noch nützlich werden, deswegen mache ich mal den Psycho Plus weg, weil die Fähigkeit stehlen nützt eigentlich nur bei Ninja Tom und da funktioniert es nicht. Bim, 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 bim. Elektroball! Ja, bei dem muss man einfach nur volle Breitseite gehen. Batz! Ach komm. Die Prozentchance, die war ja jetzt wirklich gering, oder? Ach, seufz. Egal. Capoeira. Droh. Gut. Ein bisschen auf Elektrober. Nein. Item. Nee, da oben. Ein Baleba. Pam. Und Pokémon. Und wenn ich jetzt nicht ganz viel Pech habe, ist Fianna jetzt gleich. Also wenn ich jetzt ganz viel Pech habe, ist Fianna gleich schon wieder down. Wenn ich nicht ganz viel Pech habe, dann hat sich das gelohnt.
Oh. Zum Glück. Dankeschön. Los, fein. Ah ja, ich habe jetzt Psychokinese. Bam. Elektroball ist jetzt 100% down. Aber keiner überlebt eine Psychokinese. Und bei Magnetilo bin ich mir auch ziemlich sicher, dass der Biss ausreicht. Dann geht's erstmal uns hier heilen hier. Dankeschön. Nervige Forscher. Pam. Und Spieler besiegt Forscher Daroli. Du störst mir. 1600. Wow. Die Krypto-Pokémon, deren Herzen wir hier versiegelt haben, sind schon lange weg. Du kannst dich abstrampeln, wie du willst. Aber unseren Krypto-Pokémon-Plan wirst du nicht vereiteln. Oh doch, warum bleibst du nicht stehen? Welche findet UG-Schlüssel? Wow! Hm. Nee? Nee? Ja? Dankeschön. Bitteschön. Nein. Nein, ja, dankeschön. So. So ist fein. Und ich wette gleich im ersten Mal, wenn wir den UG-Schlüssel benutzen, gibt da so ein Heal-Ding. Aber man weiß ja nie. So, geht ja relativ fix hier. Hier war das. Na, und runter. Ach, da ist die DNS-Probe doch. Hier benutzen können wir die nicht. Können wir die denn untersuchen? Nö. Hatte ich es mir doch gedacht. Ihr dürft hier nicht einfach reinkommen. Wieso denn nicht? Lycosa. Arm wie wirklich wie Sau. Blana! So ein Unluster. Oh, das wäre jetzt ein sehr blanaßiger Ausschlag. Im Tonsinn, ne? Nicht im Hautsinne. Zwei höchstwahrscheinlich Unlicht-Pokémon, beziehungsweise Unluster weiß ich. Blanas bin ich mir nicht ganz sicher, ob es schon Unlicht ist. Dementsprechend muss ich ja wohl mit bis auf Unluster gehen. Und einen testweise Psystrahl auf Blanas abfeuern. Ja, schon noch nicht, schade. Bam, das hat nicht viel gewirkt. Wann kriegen wir Knirscher? Kriegen wir überhaupt Knirscher? Ich weiß gar nicht, kann nach Tara Knirscher? Ja, nicht so schmerzhaft. Oh Gott, Wachstum. Wie fies, früher dachte ich immer, der Wachstum bleibt, aber nein, es sind da ja wieder genauso groß. Gut, ich probiere mal aus, was ein Geheimpower wehtut. Und gleichzeitig hau ich mal einen Sternschau rein. Da wäre Kreideschrei jetzt nützlich. Wow! Und Duster, du enttäuscht mich. Tschüss.